Moin moin meine lieben Edelmetallfreunde und willkommen zurück hier bei mir auf meinem Kanal. Schön, dass ihr eine weitere Runde eingeschaltet habt. Ein etwas anderes Format. Ich sitze hier im Auto. Meine Familie ist gerade beim Erdbeerpflücken. Da konnte ich leider nicht mit, denn ich habe es geschafft, die Treppe runter zu rauschen, um mir zwei Bänder zu reißen. Yes, läuft. Nichtsdestotrotz heute ein paar Worte über Edelmetalle. Einerseits den Goldpreis und den Silberpreis, den kennt ihr bestimmt, hat jetzt eine etwas größere Abwertung gegeben, was den Euro-Dollar-Wechselkurs betrifft. Ist vielleicht für den einen oder anderen nochmal die Möglichkeit nachzulegen ins eigene Portfolio. Jetzt aber über ein Thema, worum es mir eigentlich heute in diesem Video geht. Ich habe ja eine tolle Nachricht gelesen von einem Kollegen, der selber im Goldgeschäft auch tätig ist und dementsprechend natürlich mit viel größeren Umsätzen hantiert wie ein privater Mensch. Und da sind eben 100.000 Euro mal schnell zusammengekommen. Und dann hat er einen Brief bekommen, ja, von seiner Bank. Welche Bank jetzt das genau ist, das möchte ich jetzt so nicht offenbaren, weil es mir hier nicht darum geht, irgendwelche Banken zu denunzieren. Ist es aber so, dass die Bank, bei der er seine Geschäfte sozusagen abwickelt, jetzt anfängt 0,5% pro, also ein vierteljährlich, ja, also pro Quartal quasi, auf Sparvermögen umzulegen. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass man alle vier Monate 5% zahlen muss. 0,5%, das sind dann übers Jahr heruntergebrochen 2%. Das sind bei 100.000 dann eben 2.000. Das ist ein ganz einfaches Rechenbeispiel. Und das soll euch nochmal verdeutlichen, wohin das Ganze geht. Ja? Jetzt ist es so, jetzt könnte man sagen, okay, wir sind schon 2.000 im Jahr. Ja? Aber letzten Endes ist es halt so, dass es viele Menschen gibt, die wo eben nicht so mal eben 2.000 im Monat verdienen und das dann, wenn sie zum Beispiel eine Erbschaft machen oder, das mal eben so ausgleichen können. Finde ich ziemlich tragisch, dass das auf diese Art und Weise passiert. Und im Endeffekt verdeutlicht das nochmal, wie ich gerade eben schon gesagt habe, wohin wir hier mit dem ganzen Thema Geld und Finanzen steuern, ja. Und das, soll es nun wirklich nicht sein, liebe Freunde. Und das soll euch nochmal als Feedback gereichen, dass es halt eben schon wichtig ist, irgendwie auch an seine eigene Vorsorge zu denken, ja. Und da irgendwie, Butter bei die Fische, einfach mal wirklich sich ernsthaft Gedanken zu machen, wohin das Ganze geht, ja. Ich meine, ihr wisst es ja, ich bin zum Beispiel ja auch Krankenpfleger und dementsprechend habe ich natürlich auch zum Beispiel den Corona-Bonus da beantragt, da diese 500 Euro da. Die sind bis heute nicht gekommen, liebe Freunde, ja. Jetzt sind die Corona-Zahlen eindeutig zurückgegangen und bisher habe ich immer noch mit den Ofenrohr ins Gebirge geschaut, ja. Also so sehen die Hilfen aus, liebe Freunde, so sieht Anerkennung aus. Und letzten Endes ist das vielleicht auch der Wink mit dem Zaunfall, ja, diese Abwertung momentan. Sich wirklich nochmal ernsthaft darüber Gedanken zu machen, das eine oder andere Stück eben nachzulegen oder mitzunehmen für einen relativ guten Preis, weil man muss ja ehrlich sein, günstig ist was anderes, ja. Also wir sind jetzt bei etwas unter 1.685 US-Dollar. Ist ja immer noch mächtig, so ist es ja nicht, ja. Es ist ja nicht so, dass man jetzt hier sagen könnte, okay, der Preis ist absolut lukrativ. Es ist ja nicht so, ja. Im Endeffekt ist es immer noch ein mächtiger Preis und meiner Meinung nach sind wir noch lange nicht am Ende der Fahnenstange angelangt. Und das wird auf kurz oder lang Schäden nehmen, ja. Ich meine, ist doch selbst erklärend, wenn Banken jetzt schon anfangen, diese Minuszinsen von der EZB auf ihre Kunden umzulegen, alles was über 100.000 geht. Gut, jetzt wird der eine oder andere sagen, aber was betrifft mich das? Ich habe ja keine 100.000, ja. Aber es geht hier einfach ums Prinzip. Wenn diese Grenze schon fällt, was ist dann die nächste Grenze? Sind wir dann bei 50.000 oder bei 25.000 oder dann nur noch 10.000, ja. Gut, davon träumen auch viele, aber ihr wisst, was ich meine, ja. Hier werden einfach nach und nach Grenzen gebrochen. Und diese Grenzen fallen schneller, als wie der ein oder andere sich das vielleicht gedacht hat. Und letzten Endes, ich habe ja letztes Video schon über Geld geredet, über Cash geredet und wie man jetzt hier weiter versucht,
Cash is King quasi zu entkräften, ja, ist das halt wieder ein weiterer Schritt in der Entmündigung der Freiheit durch Geld für Menschen. Und von daher ist das ein, wie ich finde, ein drastischer, wie ich ja eingangs schon sagte, ein sehr drastischer Einschnitt in das persönliche Leben jedes Einzelnen, ja. Weil ihr müsst euch das mal so rum vorstellen. Du sparst dein Leben lang, du machst, du bist ein ehrlicher Mensch, aufrichtig noch dazu, bist vielleicht noch ein Mensch, der wo, ja, jetzt nicht mit riesengroßen Ellenbogen durchs Leben geht und baust dir was auf. Und dann kommt eine Bank und sagt, weil du dir was aufbaust, weil du etwas angespart hast, weil du eben ehrlich und aufrichtig warst, bestrafen wir dich. Und wir zählen dir alle 4 Monate 500 Euro von deinen 100.000 Euro ab. Das ist Realität. Und das ist auch der Grund, warum ich persönlich, wie ihr das seht, gerne kommentieren, das weiß ich nicht. Aber wie gesagt, gerne kommentieren, mittlerweile Banken sehr, sehr skeptisch gegenüberstehe. Denn an diesem Zeitpunkt, wo ich fürs Einlagern bei einer Bank, ja, Geld zahlen muss, hat die Bank für mich den Sinn und Zweck einer Bank komplett verloren. Ja, das ist aber nur meine persönliche Meinung. Wie gesagt, kommentieren, wie ihr dazu steht. Ja, liebe Freunde, was gibt's sonst noch zu erzählen? Ihr wisst es ja. Da komme auch ich nicht drum herum, das unerwähnt zu lassen. In Amerika geht's ja momentan drauf und drüber. Das habt ihr alle mitbekommen. Was Floyd betrifft, was Rassismusdebatte betrifft, ist tragisch, gar keine Frage. Ich finde es absolut tragisch, wenn hier so mit Polizeigewalt gegen Menschen, ob schwarz oder weiß, spielt keine Rolle, ja, einfach gegen jede Art von Menschen vorgegangen wird, finde ich das sehr tragisch. Aber auch das ist ein Warnzeichen, ja, wohin ein System allgemein laufen kann. Und von daher, seid schlau, passt auf euer Vermögen auf, bleibt cool, macht was draus, damit ihr letzten Endes sicher seid. Danke fürs Zuschauen und ja, das war's für heute. Ciao.